Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute mal wieder hier im Bad. Ich möchte euch meine neue Haarstyling-Routine zeigen. Und damit herzlich willkommen zu Geheimratsecken TV. Ich bin Max und du, der Gutaussehende da draußen. Nun, welche Utensilien brauche ich für meine Haarstyling-Routine? Und zwar ist das erste mal so ein handgesägter Kamm, so ein feinzinkiger Kamm, damit man hier die Seiten dann richtig anlegen kann. Wir brauchen eine Bürste. Ich habe hier von Denman so eine Bürste, die stelle ich euch unten in die Beschreibung rein. Da gehen jetzt derzeit die Kleider hier die Noppen ab, aber da habe ich gerade bei Denman, ich hoffe man spricht das so aus, habe ich mal angefragt, ob man die austauschen kann. Aber bisher bin ich eigentlich recht zufrieden. Hier, das ist nicht zu nahe aneinander gereiht, also sind nicht zu viele Reihen hier drin, dass man an den Haaren nicht so viel zieht und die leichter entknoten kann. Gleichzeitig kann man die Haare trotzdem hier aufnehmen. Und es ist halt hier so eine Skelettbürste, dass halt der Wind hier durchkommt. Dann brauchen wir im Grunde noch den Föhn und meinen Pre-Styler. Also ihr könnt natürlich jeden anderen guten Pre-Styler verwenden, mit dem ihr halten halt meine Haare gut, meine Haare werden gepflegt und so weiter. Dazu tue ich dir hier oben links, ist es hier, ein Video verlinken in die Infokarte. Da habe ich dir den schon mal vorgestellt. Ist noch die Vorversion von dem. Der hier ist auch noch nicht richtig ausgereift. Der hat einen geringeren Halt wie der vorher. Aber sobald ich den passend hergestellt habe, gebe ich euch Bescheid. Dann, ja, dann zeige ich euch die Rezeptur, dass ihr das auch selber machen könnt. Genau, dann fangen wir erstmal an mit Haare befeuchten. Und abtrocknen. Also nicht komplett trocken reiben natürlich, auch hier immer vorsichtig sein, weil so generell die Haare besonders gerne kaputt gehen, besonders bei mir, wenn ich zu sehr die irgendwie strapaziere durch Trocknen oder auch durch Bürsten. So, dann haben wir die Haare in einem Feuchtegrad, wie wir sie haben möchten. So, dann kommt der hier zum Einsatz. Hier nochmal richtig gut schütteln, dass auch die ganzen Stoffe sich noch vermixen, weil ich habe das noch nicht ganz geschafft, dass die gleich beieinander bleiben. So, dann möchten wir hier ein wenig, das läuft. Wieso läuft das? Okay, jetzt glaube ich geht's. So, dann sind die Haare auch schön bedeckt mit dem eigenen Pre-Styler. Hier hinten nochmal. Hier vorne ist immer am wichtigsten, weil besonders vorne die Haare bei mir ein bisschen feiner sind. Also was heißt feiner? Ich habe die Geheimratsecken und wenn ich die Haare so ein bisschen auseinander style und föhne, dann werden die relativ schnell sie werden weniger. Und deswegen brauche ich vorne ein bisschen mehr von meinem Sprüh-Prestyler. So, mal kurz Hände waschen. Zack, zack, zack. Und dann, was machen wir dann? Wir nehmen uns den Föhn. Erstmal mit der Turbodüse hier. Mit dem Bündler, damit wir unsere Seiten glatt hinbekommen. Erstmal hier rüber kämmen alles, dass ich hier meine Seiten auch richtig erwische. So, so, so. So. Genau. Und dann mit volle Power hier auf die Seite, immer schön hier nach hinten föhnen und mit dem hier mitgehen, damit es sich nach und nach anlegt,
weil sich meine Haare hier gerne entweder hier so abstehen, so nach vorne wachsen. Deswegen möchte ich, dass die hier einfach nach hinten und nach unten fallen. Ja, los geht's. Ich nehme mir dann auch immer die Hand mit zur Hilfe und presse das, ja, pressen ist immer zu viel gesagt, und streiche das so auch wieder glatt. Ich mache hier mittlere Hitze und höchste Geschwindigkeit. Mittlere Hitze, weil einfach die Hitze die das Haar trocknet und gleichzeitig aber nicht zu heiß ist, damit die Kopfhaut stark angegriffen wird. Ich mache das Ganze dann hier hinten noch trocken, also am Hinterkopf. Das Ganze mache ich dann auch hier links, um dann hier oben weitermachen zu können. Wenn ich dann das Gefühl habe, hinten habe ich alles einfach nur trocken gemacht, dann schaue ich, dass mein Kopfhaar, mein Tophaar hier weg ist von dieser Seite, damit ich die Seite hier genauso föhnen kann, dass das hier schön anliegt. Sollten deine Haare doch mehr abstehen, kannst du das Ganze von einem Friseur beim nächsten Mal hier oben ein bisschen ausdünnen lassen. Du kannst auch mit mittlerer Hitze ein bisschen drauf halten, damit man sieht, also wie man auch sieht, ist das Pressen dann da drauf, die warme Luft, und danach mit dem Cool Booster hier die Taste einfach drauf drücken und mit kalt das Ganze auch nochmal drauf pressen lassen von der Luft, was dazu führt, dass mit warm das Ganze in die Richtung geformt wird und mit kalt bleibt es dann so. Das wird so eingefroren, kann man fast sagen. Klar, zu 100% funktioniert es nicht. Da kann man dann noch mit einem Post-Styler drauf gehen. Genau, jetzt haben wir das gehabt. Tun wir mal die Bündelungsbürste runter und nehmen uns hier diesen Diffusor. Ich habe beim letzten Video, glaube ich, auch gesagt, dass ich hauptsächlich nur den Diffusor nutze. Liegt einfach daran, dass ich einfach rein vom Gefühl her mehr Kontrolle über meine Haare bekomme, weil der Wind an sich einfach nicht so schnell ist, weil das Ganze hier schön alles verteilt wird. Und eine richtig große Fläche. Also wenn man das hier anschaut und vorher das hier sieht, das ist einiges an größere Fläche, also da wird es auch sehr gut eben verteilt. Da nehme ich dann hohe Hitze und hohen Wind. Früher bin ich immer so vorgegangen, ich habe als erstes die hinteren Haare genommen und habe die gestylt. Nur bei mir funktioniert es tatsächlich derzeitig besser, wenn ich direkt von Anfang an hier vorne die Haare aufnehme und die bearbeite und hier genauso wie hier drüben und mich dann um die hinteren Haare kümmere. Und so sieht es eben jetzt aus. We'll be right back.
Das wäre der erste Teil meiner Frisur hier vorne. Ich habe zwischendrin mal die Geschwindigkeit auf langsamer gestellt, also auf die mittlere Stufe, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte zu wenig Kontrolle über meine Haare während dem Föhn. Und da ist es ganz praktisch, da nochmal eine Stufe runtergehen zu können. Jetzt haben wir die vorderen Haare schon angeföhnt. Das Ganze ist auch eigentlich schon trocken, noch formbar. Formbar ist praktisch, weil wir jetzt die hinteren Haare nehmen, die trocknen und auch so ein bisschen nach oben volumig werden lassen, um uns dann zum Schluss nochmal kurz um die vorderen Haare zu kümmern und dann nochmal mit einem Cold Blow drüber zu gehen, also da nochmal ohne Hitze drauf, damit man hier die Frisur einfach festigen kann. Also los geht's! Kühle Brise gebe ich mir dann noch ohne jeglichen Aufsatz. Genau. So, und damit wäre der Grundstein für eine gute Frisur auf jeden Fall gelegt. Für mich ist es tatsächlich so schon meine Frisur für den ganzen Tag. Wenn du noch ein bisschen Poststyle reintun möchtest, dann mach das gerne, damit das Ganze länger hält, dass die Seiten auch etwas angelegter sind. Ja, so würde ich es stehen lassen. So ist meine Routine. Ich hoffe, dir hat das Ganze geholfen. Ich hoffe, dir dauert das auch nicht zu lang. Vielleicht kannst du dir auch einzelne Tipps einfach nur rausholen. Also, wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne ein Like da. Wenn irgendwelche Fragen sind, schreib mir auf Facebook oder schreib es unten in die Kommentare. Und wenn du mehr wissen willst, abonniere den Kanal und drück die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher und ciao.